Oh mein Gott, ich bin so fucking im Arsch, wenn die Energie ausgeht. Das ist die Energiekrise von Anneliese. Feuer! Hallo alle miteinander und willkommen zur fünften und somit letzten Nacht von Five Nights at Freddy's. Und ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir diesen Punkt jemals erreichen werden. Aber heilige Scheiße, jetzt geht's los. Die letzten drei Folgen waren nichts weiter als Training, okay? Das war einfach nur Vorbereitung für das, was jetzt kommt, okay? Scheiße, ich habe das Gefühl, das wird super schwer. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen in spätestens einer Stunde. Ja, okay. Schauen wir, ob wir es hinbekommen. Was ist... Oh, was ist das? Oh, was ist das für ein Geräusch? Oh, fuck! Mute Call? War das Freddy? Heilige! Okay! Es fängt ja gut an. Nicht! Ich glaube, ich überlebe nicht sehr lange. Help! Ich bin bei 80% und es ist gerade mal 1 Uhr nachts. Gott, ich bin so schlecht. Ah, was ist hier, Freddy? Wieso? Ich hab doch den Anruf gemutet. Fuck! Ah, was ist hier los? Die kommen gar nicht zu meiner Tür. Ah, da ist meine Chica! Hi! Ah, du bleibst da draußen, verdammt. Chica ist schon wieder vor meiner Tür und sie lässt mich einfach nicht in Ruhe. Seht ihr? Ah, da siehst du auch noch! Das wird nie im Leben etwas. Oh, okay, sie sind weg. Zumindest die eine. Wie sieht's aus mit Bonnie? Okay, auch weg. Wenn ich das mit Anhieb schaffe, oh, das wäre das Größte, wisst ihr. Ich werde so glücklich. Aber ich habe das Gefühl, das wird nicht passieren. Bonnie ist in dem Nebenraum, sie wird gleich wieder hier sein. Ziemlich sicher. Oh, fuck, wo ist Bonnie? Nein! Nein! Ich bin im Arsch! Shit! 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 Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich weiß Bescheid. Ah, ich hätte auf Bonnie mehr aufpassen müssen. Shit, ich hab gewusst, dass sie kommt. Wenigstens konnte ich den Jumpscare voraussehen. Okay, ich werde jetzt... Ah, haben sie wieder die Kamera kaputt? Toll. Ganz toll. Was ich schon sagen. Reife Leistung. Reife Leistung. Die Aufnahme läuft einfach keine 2 Sekunden und sie zerstören schon meine Cam. Danke. Danke für alles. Ihr Ärsche. Ich habe Angst, dass ich jetzt mit jedem Versuch immer schlechter werde. Vielleicht übertreibe ich es auch mit dem Energiesparen. Ich weiß es echt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich mache das immer nach Gefühl, wisst ihr? Chica hat schon wieder Schluck auf. Okay, Bonnie ist im Raum nebenan. Ich muss das jetzt dringend beobachten. Sonst holt sie mich. Okay. Bonnie ist... Feuer! Ich dachte, Bonnie würde mich jumpscaren. Ah, Chica, wieso? Das war unvorhersehbar. Oh, mein Headset hat einen scheiß Abflug gemacht. Es ist, keine Ahnung, ich glaube, das ist ein neuer Weltrekord. Das ist mindestens 30 cm über meinen Schreibtisch geflogen. Und meine Maus liegt übrigens auf der Tastatur, aber das kennen wir ja schon. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und der Versuch war so viel schlechter als der erste. Wehe, ihr macht keine Kamera, ist kaputt. Wehe, ihr macht sie kaputt, wehe, ihr macht sie kaputt, ihr blöde, wehe, wehe. Toll. Ach komm, ich dachte, sie können sie nicht kaputt machen, während ich es ansehe. Wo sind sie? Chica ist einfach so ein typischer Teenager. Die kann man nicht aus den Augen lassen. Die ist gerade in einer sehr schwierigen Phase ihres Lebens, versteht ihr? Das müssen wir akzeptieren und versuchen zu verstehen, wo ist Bonnie hin. Oh shit. Oh, da ist Bonnie! Ja, mach zu! Oh, what the fuck, Alter! Okay, das hat ganz schön gedauert. Einer von euch hat mir in den Kommentaren den Tipp gegeben, dass man die Schatten sehen kann. Und, okay. Und es funktioniert, also danke, ich habe den Namen vergessen, aber ich werde das einblenden. Ich weiß das sehr zu schätzen, eure Hilfe. Ah, jetzt ist es weg. Funktioniert! Danke, wirklich, das ist hilfreich. Da muss ich die Tür gar nicht mehr aufmachen. Oh, Chica, bitte geh wieder. Oh, was ist passiert? Was war das? War das Chica? Man hat wie so ein Hühnchen hat sich das angehört. Mark! 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 Okay, das ist Freddy, der antwortet. Ich habe eigentlich auf Chica gewartet. Das ist so stressig alles. Ich komme damit nicht klar. Wo ist Foxy? Ist noch da. Beruhigend. Mehr oder weniger. Hilfe! Mich wundert es, dass Foxy so geduldig dieses Mal ist, sonst rennt sie immer sofort los. Oh, wo ist Bonnie hin? Ich wusste es! Langsam habe ich schon raus. Wenn Foxy jetzt los rennen würde, das wäre perfekt, aber tut's nicht. Wo zum... Was soll ich machen, wenn das der Fall ist? Help!
Nein, nicht auch mal das Licht! Muss ich Freddy einfach nur ansehen? Nein, ich hab so ein verdammtes Flackerlicht! Da ist Bonnie. Sie ist vor meiner Tür und Freddy ist immer noch da. Was ist mit Freddy? Ich versteh's nicht! What the fuck, was war das? Okay, gar nichts. Keine Sorge, es ist alles gut. Oh, war das Foxy? Ist das Foxy? Ist das... Oh, ich hör Freddy. Total laut, bin ich im Arsch? Bin ich tot? Wo ist Freddy? Ich kann Freddy nicht sehen. Oh Gott, das ist so verstörend gerade. Ich komm überhaupt nicht... Auf damit, Freddy. Ich hab doch gerade gefragt, wo du bist. So ein Arsch. Ich will nicht mehr. Entschuldigung. Ich beobachte euch jetzt einfach. Obwohl, das hat überhaupt keinen Sinn. Die machen es ja doch kaputt. Sie sind sogar alle noch da. Das ist echt cool. Ich glaube, ich kann das schaffen. Alleine deswegen, okay? Ich habe jetzt schon automatisch so einen dicken Vorsprung. So dicken Vorsprung, okay? Das ist easy. Easy. Die sind träge geworden mit der Zeit, okay? Es ist sehr spät in der Nacht, die sind müde. Ich meine, das sind... Scheiße, das sind auch nur Tiere. Nur einige davon sind nachtaktiv, wie Bonnie und ich weiß nicht, sind Bären nachtaktiv? Ich weiß es nicht. Hühnchen sind das jedenfalls nicht. Ich müsste mir einfach die natürlichen Feinde dieser Tiere besorgen, okay? Der natürliche Feind eines Hühnchens ist wohl ein Fuchs. Den nehme ich hier einfach mal mit zur Arbeit. Bring dein Haustier mit in die Arbeit, Tag. Ich kenne nur nicht den natürlichen Feind eines Bären. Let's get up, Freddy. Let's get up. Oh, nein, du bist hier. Hi, Chica. Let's get up. Oh, sie ist schon wieder weg. Das ging aber schnell. Sie ist nicht mehr so hartnäckig, habe ich das Gefühl. Sie werden langsamer, wie gesagt. Ich habe die Musik gehört. Seit wann hört man die Musik hier? Das ist nicht normal. Heißt es, dass Freddy nah ist? Ich habe Angst. Was hat das zu bedeuten? Was hat die Musik zu bedeuten? Das ist ein dunkles Omen. Ein sehr dunkles Omen. Aus der Küche. Wieso höre ich das so weit? Mach die Musik leiser, ich höre das bisschen hinter, Mann. Oh Gott, ich verkauere mich ein bisschen. Die Schultern hochziehen, den Nacken nach hinten, das vermittelt Schutzgefühl. Oh ja, so fühle ich mich gleich viel sicherer. Jetzt können sie mir gar nichts mehr, okay? Solange der Nacken geschützt ist, können sie euch nicht wehtun. Oh shit. Oh shit. Sie versuchen es gar nicht mehr. Das ist voll langweilig, wisst ihr? Ich trinke lieber meinen Milchshake. Nein, tue ich nicht. Der Milchshake muss noch warten. Noch ein bisschen. Ich hab's schon so gut wie geschafft, ne? Es ist ja schon 2 Uhr nachts. Was ist das für eine Scheiße? Okay, sie haben alle meine Kameras gekillt. Help, was ist das? Wollt ihr meinen Milkshake? Jeder kann einen Schluck haben. Okay, aber nicht mehr. Ich bringe euch um, wenn ihr mehr nehmt. Oh fuck, was machen sie mit meinen Kameras? Das war das beim letzten Mal nicht so... Geht raus! Raus aus meinem Büro! Raus! Ich mein's ernst, Leute! Ich hab darauf keinen Bock mehr. Wo sind sie? So, 3 Uhr nachts, 41%. Lass mich das verdammt nochmal schaffen, du blöde Bitch. Das ist voll easy. Nacht 5 ist die leichteste von allen. Ich schwör's euch. Oh shit. Help. Oh nein, hör mal zu! Danke! Oh, ich glaube, das war sau knapp. Oh, die dürfen echt nicht zu lange dort stehen, sonst ist man relativ im Arsch. Okay, Licht checken. Sie ist wieder weg. Okay. Ich sollte einfach dem Schatten trauen. Wenn kein Schatten da ist. Kein Bonnie. Okay. Was ist da? Oh, seit wann macht Chica solche Geräusche? Nein, ich hoffe. Ich wusste, dass es passiert und ich erschrecke trotzdem. Das ist so peinlich. Ich bin in dem Moment immer so unter Stress. Ich schaffe es nicht, mit der Maus auf den Türknopf zu kommen. Komm schon, Nacht 5 kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, ich habe Nacht 3 mit Anhieb geschafft. Was soll das? Was machen Sie? Help! Chica, was du das? Oh shit. Ich habe jetzt schon wieder zu viel Energie verschwendet. Tut mir leid, Bluesbug. Ich wollte dich nicht schlagen. Leute, ich habe das Gefühl, wir sind voll im Arsch. Vielleicht auch nicht. Ich habe Freddy gehört. Was hat das zu bedeuten? Wo ist Foxy? Foxy ist fast draußen! Nein, ich erwarte! Ich will das nicht! Oh Gott, das war Foxy. Foxy, alle! Ich mein's ernst! Kämpf für mich! Du bekommst die Hälfte von meinem Gehalt, wenn diese Nacht vorüber ist. Ich wette, das wird so ein fetter Scheck, weil Nacht 5 ist einfach OP, wisst ihr? 81%, 1 Uhr nachts. Easy! So gut wie... Oh, was ist jetzt?
Ich wusste es! Ah, oh mein Gott, ich bin mittlerweile so talentiert, ich kann die Tür schon vorher schließen, weil ich genau weiß, wo sie sind, ohne zu wissen, wo sie stehen. Ergibt das Sinn? Ja, tut es. Bonnie macht mir schon wieder mein scheiß Leben schwer. Und es gefällt ihr. Sie steht immer noch da! Das habe ich gehört. Freddy? Freddy! Ich hab dich gemutet. Woher hast du eigentlich diese Handynummer, verdammt? Sie ist immer noch da. Wieso ist sie immer noch da? Das kann doch nicht sein. Sie steht da ewig. Sie nimmt mir all meine Energie. Oh Gott, Freddy ist vor meiner Tür. Hi, Freddy. Hi, Freddy. Hi, Freddy. Ah, es ist weg. Puh, Gott sei Dank. Ich glaube, jetzt habe ich nur so viel Energie verschwendet, dass es schon wieder gelaufen ist. Foxy ist immer noch da. Herrlich. Herrlich ist das. Ich habe das so gut wie geschafft. Das habe ich, glaube ich, schon 5-mal gesagt, aber hey, dieses Mal habe ich ein besonders gutes Gefühl, okay? Hört auf zu haten. Wenn ich sage, ich habe ein gutes Gefühl, dann ist das auch so. Mann, ich muss auf Foxy aufpassen. Und ich muss mich konzentrieren, wenn mich Foxy mal angreifen sollte. Ich bemerke es immer rechtzeitig und dann schaffe ich es nicht, auf den Door-Knopf zu klicken. Was eine total schwierige Aufgabe ist. Ich meine, ihr müsst einen Knopf klicken. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe, ich brauche doch nur das Geld. Was habt ihr alle gegen mich? Ich habe niemandem von euch was getan. Foxy ist schon ewig lang in dieser Position. Ich habe Angst, dass sie auf einmal losrennt. Wie ein Hirsch. Ah, nein, das ist Bonnie! Hi! Okay, du bleibst mal wieder draußen. Okay, ich muss die rechte Seite eigentlich gar nicht checken, Wanda. Was ist das? Was hat das? Ah, fuck, wieso? Wieso? Was habe ich falsch gemacht? Fuck. Oh Gott. Woosa. Woosa. Mir ist verflucht warm gerade. Meine Backen glühen. Ja, komm, ich bin gerade erst in die Cam und einer ist schon wieder am... Was soll das? Ich habe gerade erst angefangen und die... Ja, komm, es werden immer weniger. Wollt ihr mich verarschen? Ich weiß nicht, wieso man das ganze Freddy's Fazbear Pizzeria genannt hat. Wäre ich der Spieleentwickler gewesen. Ich hätte das locker Freddy Spaghetti genannt. Willst du auch Freddy Spaghetti? Das sind die besten Spaghettis der Stadt. Stadt. Das ist, jetzt habe ich irgendwas durcheinander gebracht. Bonnie, Chica und Freddy. Freddy has Spaghetti on his sweater already. Mom's Spaghetti. His dick is heavy. His balls are sweaty. That's fucking disgusting, mate. Was mache ich hier? Ich laber irgendeine Scheiße. Ich sollte mich vielleicht mal konzentrieren, wisst ihr? Die amerikanischen Raps kommen später in einem extra Video, in dem ich euch zeige, wie man richtig rappt. Okay? Eins nach dem anderen. Erstmal muss ich Nacht 5 schaffen. Ey, er ist weg. Hi. Bye, meine ich. Ich laber. Ich höre schon wieder Freddy. Was machst du vor meiner Tür, Mate? Willst du deine... Nein, nicht das schon wieder! Das ist so scheiße knapp. Du kriegst keine Spaghetti. Spaghetti gibt es nur für Freddy. Habt ihr das gehört? Chica, du kriegst auch keine. Du kriegst nur scheiß Maiskolben. Oh fuck. Das, was Hühnchen eben so essen. Oh Gott, ich bin so aufgedreht und so aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich muss mich konzentrieren. Hör auf zu lachen. Und tu es für Spaghetti. Tu es für Mom's Spaghetti. Already. Cause the dick is heavy. My rhymes are sweaty as fucking. Das ist so blöd gerade. Okay, ich hab's geschafft. Oh, ich dachte, ich bin im Arsch. Blöde, blöde, blöde. Oh mein Gott, ich bin so schlecht wie noch nie. Aber was soll's, ich habe Freddy Spaghetti. Oh mein Gott, ich bin so fucking im Arsch. Wenn die Energie ausgeht, das ist die Energiekrise von Anneliese. Es ist, was laber ich für eine Scheiße. Ich kann es euch nicht sagen. Was mach ich da? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ah, warte, was mach ich hier für eine... Fuck, fuck, ich mach alles zunichte. Aber was soll's? Denn ich bin... Nein, ich das... Leck mich, Foxy. Spaghetti gibt es erst später. 14% Energie, das ist easy. Aber 4 Uhr morgens bin ich jemals so weit gekommen in der Nacht. Vielleicht ist das Geheimnis, einfach total locker zu bleiben. Irgendwelche schlechten Freestyle-Raps zu machen. Vielleicht hält sie das ab. Ich glaube, ich bin voll im Arsch. Ich hör Freddy. Ah! Oh, ist so nah. Ah, ich wusste es. Shit. Freddy hat seine Spaghetti. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich finde dieses ganze Freddy-Spaghetti-Ding sehr viel lustiger, als es eigentlich ist. Ich finde es einfach so viel besser als Freddy's Fazbear's Pizzeria. Wieso nicht Freddy's Spaghetti? Es gibt One Night at Flumpty's und One Night at Candy's oder Five Nights at Candy's. Es gibt so viele Clone-Games von Five Nights at Freddy's. Wieso nicht mal Freddy's Spaghetti? Das würde sich einfach schon wegen dem Namen so gut verkaufen. Ich sag's euch wirklich, wenn irgendein Spieleentwickler das hier gerade sieht,
mach es ruhig, okay? Ich habe kein Problem damit. Du wirst keine Copyright-Schwierigkeiten mit mir bekommen. Mach ein Spiel und nenne es Freddy Spaghetti, wo du von scheiße Fleischbällchen gejagt wirst oder irgendwie sowas. Das wäre mega abgefahren. Ich würde das definitiv spielen, glaub mir. Mein Mikrofon macht schon wieder einen Abgang durch meine Jumpscares. Hey, du, kannst du bitte einen Abgang machen oder so? Es wäre wirklich shit. Gut, dann nicht. Bleib da einfach sitzen. Das ist mir auch scheißegal, okay? Ich werde das schaffen. Früher oder später. Oh Gott. Man muss überhaupt kein Skill haben, um dieses Spiel zu schaffen. Man muss einfach nur geduldig sein. Und Durchhaltevermögen besitzen. Seht ihr? Irgendwann gehen sie von ganz allein. Okay? Die Spaghetti sind schon wieder kalt geworden. Deswegen versuchen sie es später nochmal. In der Küche ist es schon wieder still. Ich glaube, die Köche machen gerade keine Spaghetti. Erst wieder später. Um 3 Uhr nachts. Ja, von 1 Uhr nachts bis 2 Uhr nachts ist Mittagspause. Was voll Sinn ergibt, weil es definitiv nicht Mittag ist. Ach, was soll's. Oh nein, dass ich das schon... Okay, oh, langsam bin ich weniger panisch, wenn das passiert. Ich weiß, wie ich sie alle ablocken kann. Außer Freddy. Okay, ich hab keine... Was ist das gewesen? Mein Licht hat nicht funktioniert. Das war echt verflucht knapp. Ich hab Freddy schon wieder. Was hat das zu bedeuten? Oh, er ist vor meiner Tür. Was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie blocke ich Freddy ab? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bezweifle, dass ich den einfach mit der Tür ausschließen kann, weil der hat die verdammten Spaghetti. Okay, der ist unbesiegbar damit. Ich kann ihn nur... Oh, fuck. Ich kann ihn nur beobachten. Oh, Freddy, bitte komm nicht hier da. Oh, Gott. Oh, ich habe mich mit der Kamera gejumpscared. Wie blöd war das? Er ist direkt vor meiner Tür. Wenn jetzt die Energie ausgeht, er ist einfach direkt am Start. Und dann werde ich es nicht schaffen. Oh, Gott. Das ist so knapp. Bitte. Es ist 5 Uhr jetzt. Freddy, bitte. Bitte tu mir das nicht an. Oh, so ein Scheiß. Er ist direkt vor meiner Tür. Das wird nicht lange dauern. Bitte gib mir Zeit, Freddy. Ich brauche nur etwas Zeit. Nur ein ganz kleines bisschen. Warte noch einen Moment. Celebrate the Spaghetti. Please. Please, Freddy. Oh Gott, nein. Er braucht gerade eine Weile. Wo sind die Augen? Was hat das alles zu bedeuten, verdammt? Ich will es so sehr schaffen. Freddy, du warst gerade noch rechts. Das ergibt keinen Sinn, weißt du. Oh, verdammt! Das hat verdammt... Nein, das ging zu schnell. Ich bin sowas von im Arsch. Nein! Das war so knapp! So eine verdammte Scheiße. Es war schon 5 Uhr morgens. Ey, ich hätte es schaffen können. Ich weiß, ich hätte es schaffen können. Verdammt. Vielleicht beim nächsten Mal. 12 Uhr nachts, 5. Nacht. Okay, wie wär's, wenn wir einfach mal ein bisschen später kommen oder so? Das merkt keine Sau, wir sind die einzige Person, die da arbeitet während der Nachtschicht. Wenn wir 2 Stunden später kommen, niemanden würde es kümmern und dann hätten wir auch mehr Energie. Aber nein, dieser verdammte Perfektionist, dem ist Pünktlichkeit ja so verdammt wichtig. Und Chica ist schon wieder weg. Ah, Mann, Chica, mach nicht meine Kamera kaputt, Mann. Was soll ich dir jetzt noch sagen? Oh, ich habe zu viel Wasser getrunken. Das fühlt sich nicht gut an. Ah, fühlt sich an, als wäre Freddy hinten reingekrochen und dann gestorben. Ich hätte echt nicht so viel trinken sollen. Okay, was auch immer. Wird schon wieder. Meine Gedärme beruhigen sich gerade wieder. Das sind zu viele Informationen für ein Let's Play. Ah, nein! Ich mach die Geräusche des Ventilators nach, okay? Mehr ist das nicht. Bist du noch da? Nein. Okay, auf damit. Irgendwie kommen die Viecher nicht mehr. Sind sie in der Küche? Nein, sind sie auch nicht. Ich hätte schwören können, sie sind gerade damit beschäftigt, Pizza und Spaghetti zu machen. Aber was machen sie dann? Machen die schon wieder blau? Verdammt, Chica, du musst wieder zurück in die Küche. Du weißt, du kannst dir keinen weiteren Fehltag leisten. Manchmal hat man echt Glück und Foxy macht einfach gar nichts und andererseits hat man... Ah! Okay, ich wollte doch nur was erklären, du Bitch. Also, dank Bonnie habe ich keine Ahnung mehr, was ich jetzt gerade eben sagen wollte. Es war super wichtig und so das Geheimnis. Also, bedankt euch bei ihr, okay? Ich darf nicht so oft in die Kamera glotzen. Ich muss mich jetzt echt konzentrieren. Weniger Scheiße labern. Und dann schaffen wir das auch unter 2 Stunden. Eine Stunde läuft die Aufnahme schon, möchte ich mal anmerken. Zu diesem Zeitpunkt. Okay? Also lasst es uns verdammt doch mal tun. Je schneller ich das alles hier schaffe, umso weniger Video-Editing habe ich am Ende vor mir. Das ist doch mal eine Motivation, hä? Sie sind schon wieder in der Kitchen. Ich glaube, sie machen gerade Pizza und Spaghetti. Das ist jetzt Freddy's Spaghetti Fazbear's Pizzeria. Die machen jetzt beides zu damit. Okay. Gott, ich bin so froh, wenn ich das geschafft habe. Wisst ihr, dieses Erfolgsgefühl? Ich will diese Genugtuung einfach haben. Zu wissen, dass ich es geschafft habe. Scheiße, wo ist Freddy? Er ist schon wieder vor meiner Tür. Bleib verdammt nochmal da, wo du bist. Schau weiter in die Kamera, damit habe ich kein Problem, aber komm echt nicht hier rein. Da drehe ich durch. So weit, so gut, Freddy.
So weit, so gut. Okay, so langsam scheiße Foxys draußen. Nicht gut für mich. Nicht gut für mich. Ist Freddy immer noch da? Er ist immer noch da. Wie zum Teufel bekomme ich dich da weg? Ihr solltet euer Essen immer weit wegbringen von eurem Lager, weil es könnte wilde Bären anlocken. Seht ihr, was dann für eine Scheiße passiert? Der hat hier seine ganzen Essensverpackungen einfach rumliegen lassen. Und ja, jetzt habt ihr den Salat. Ein Bär chillt vor eurer Tür und will nicht mehr weggehen. Ich könnte es dieses Mal wirklich schaffen, wenn ich keinen Mist baue, weil... Das sieht mit der Energie ganz gut aus. Ich fände das echt cool, wenn ich das mal hinbekomme. Was ist... ich sehe Freddy nicht mehr. Ich habe Angst. Freddy! Ah, ist noch da. Gott sei Dank, Kais. Ich habe mich noch nie so gefreut, dich zu sehen. Oh, ich will es schaffen. Ich will es so sehr schaffen. Wenn ich jetzt doch noch sterbe. Ich will das nicht. Okay, da ist Bonnie. Freddy ist noch da. Und Bonnie immer noch. Fuck, Bonnie, geh weg. Du ruinierst mir gerade den Sieg, glaube ich. Es ist 5 Uhr und ich habe noch 10%. Ich könnte es schaffen. Ich könnte es tatsächlich schaffen. Oh, wäre das cool. Jetzt keinen Scheiß bauen. Keinen Scheiß bauen. Komm schon. Lass es uns zu. Ich vertraue darauf, dass ich das jetzt hinbekomme. Oh, fuck. Nein, nicht jetzt. Nicht so kurz vorm Ziel. Nicht so kurz vorm Ziel. Oh Gott. Bonnie ist weg. Okay. Oh. Oh nein, ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es. Oh, Freddy muss jetzt verdammt lange brauchen, bis er hier ist. Und dann schaffen wir es. Vielleicht. Bitte. Bitte lass dir Zeit. Warte, sing noch ein bisschen dein Lied. Nur noch ein kleines bisschen. Ja! Ich hab's geschafft. Good job, Sport. See you next week. Wie next week? Es gibt keine nächste Woche mehr. Ich kündige. Ich habe meine 5 Nächte hinter mir. $120 für den Scheiß? Willst mich verarschen? Das ist alles. Oh mein Gott. Also, das war's mit Five Nights at... Willst du mich verarschen? Wieso nennt man es Five Nights at Freddy's, wenn es 6 Nächte gibt? Das ergibt keinen Sinn. Ist das irgendwie so ein geiler Witz? So, haha, du dachtest, du hast das Spiel durch... Hier mitten in dein Gesicht, Bitch! Es ist das, was du damit vorhattest, Scott Corton. Oh Gott, ich hasse dich, Mann. Also, entgegen meiner Erwartung geht es dann nicht weiter mit der ersten Nacht von Five Nights at Freddy's 2, sondern mit der 6. Nacht von Five Nights at Freddy's 1. Ha, Scott Corton, ich sag's nochmal, du bist so ein Witzbold. Wieso tust du mir das an, Mann? Ich will mein Geld zurück. Ich habe für 5 Nächte bezahlt und nicht für 6. Okay, was fällt dir ein, Bonuslevel hinzuzufügen? Du verdammte Bitch. In Version 1.1.3.1 wäre das nicht passiert, okay? Aber mal abgesehen von der Tatsache, dass Scott Corton ein kleiner Witzbold ist, hoffe ich trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und dann sehe ich euch in der 6. Nacht.